Ich bin Ökonom, tut mir leid, wenn ich jetzt über Ökonomie rede, aber Sie müssen das ertragen, aber es wird relativ einfach sein. Jeder vernünftige Mensch kann das, was ich jetzt gleich sage, verstehen. Wir kommen zunächst mal zur Schuldenfrage. Nun, was ist passiert in dieser Krise? Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert, das Bild ist nicht ganz neu. Was entscheidend war für das als Krisenphänomen sozusagen, war das Auseinanderlaufen der Zinsen zwischen den Staaten. Wir haben eine massive Auseinanderentwicklung der Zinsentwicklung, ich hoffe, man kann das überall sehen, der Zinsen für Staatsanleihen in diesen Ländern. Nachdem wir zu Beginn der Währungsunion ein extremes Zusammengehen dieser Zinsen hatten. Wenn man das anschaut, von 1999, 2000 an waren die Zinsen praktisch auf einer Linie und haben sich dann erst über die Jahre jetzt auseinanderentwickelt. Über die letzten Jahre, seit Beginn der Krise, seit Beginn der Finanzkrise, das muss man immer dazu sagen, es war ja nicht eine Staatsschuldenkrise ursprünglich, sondern es war eine Finanzkrise, die mit Staatsschulden gar nichts zu tun hatte. War eine Finanzkrise, warum? Nicht, weil die Staaten überschuldet waren, sondern weil Private überschuldet waren. Weil Zocker, um es ganz deutlich zu sagen, auch manchmal Investmentbanker genannt, überschuldet waren. Diese Zocker hatten plötzlich Probleme, weil sie überschuldet waren und ihre Schulden nicht zurückzahlen konnten. Und dann hat der Staat einen Teil dieser Schulden übernommen, um diese Zocker zu retten. Also müssen wir zunächst fragen, was ist jetzt passiert? Warum laufen diese Zinsen auseinander? Und nun kommt es eine super einfache Erklärung. Diese super einfache Erklärung, die aber falsch ist, heißt, ja, wenn die Zinsen für die Staatsschulden auseinanderlaufen, dann ist es offensichtlich die Staatsschulden, die das Problem sind. Das ist zwar unmittelbar einleuchtend, aber falsch. Und jetzt haben wir noch ein paar Länder mal rausgegriffen, die ich Ihnen zeigen will, nur weil die besonders paradoxen Fälle sind. Da haben wir das Land Japan. Das hat die niedrigsten Zinsen in der ganzen Welt seit vielen, vielen Jahren, wie man auf dieser Grafik sieht, seit 1991 schon. Man hat Österreich und Deutschland, die immer weiter sinkende Zinsen haben, obwohl auch dort die Staatsschulden ja bis zuletzt hoch waren und 2008 gestiegen sind. Die USA, dort sind die Zinsen seit 2008 um 30% am Bruttoinlandsprodukt gestiegen, also von 70% auf 100%, und trotzdem sinken die Zinsen. Und Sie haben das wunderbare Land Bulgarien, das die höchsten Zinsen hat. Warum, werden Sie gleich sehen. Und wenn Sie das jetzt anschauen, wie waren die Staatsschulden in diesen Ländern, dann sehen Sie, dass es völlig verrückt ist, dass es nichts miteinander zu tun hat. Denn Japan, das Land mit den absolut niedrigsten Zinsen über 20 Jahre, hat mit Abstand die höchsten Schulden. Also Griechenland ist ein Waisenknabe gegen Japan. Die japanischen Staatsschulden liegen inzwischen bei über 200%. Griechenland ist jetzt bei 160 oder so. Man sieht, die USA, da sind die Schulden deutlich angestiegen. Man sieht, in Japan sind sie auch noch mal angestiegen, jetzt nach der Krise. Auch in Deutschland und Österreich sind sie angestiegen. Aber in Bulgarien zum Beispiel, das die höchsten Zinsen hat, brauchen wir nur wieder zurückgehen, das in dieser Grafik die absolut höchsten Zinsen hat, das hat die absolut niedrigsten Schulden. Also könnte man immer auf den Schluss kommen, so einfach ist es nicht. Ne? Der Zusammenhang ist nicht so einfach, dass man einfach sagt, wer hohe Schulden hat, zahlt hohe Zinsen. Stimmt nicht. Falsch. Und jetzt fragen wir uns einfach mal noch, was ist denn dann passiert? Es muss ja irgendwas passiert sein. Das ist ja vollkommen richtig. Es ist etwas passiert, es ist sogar etwas Schreckliches passiert. Aber es hat wenig mit den Staatsschulden zu tun. So, was ist passiert? Und dazu muss man sich die einfache Frage stellen, die sich heute kein Mensch mehr stellt. Was ist eigentlich eine Währungsunion? Was ist eine Währungsunion? Nun, ganz fundamental ist eine Währungsunion eine Union von Ländern, die ihre Währung aufgegeben haben. Was sonst? Die haben ihre Währung vereinigt. Und wenn man seine Währung vereinigt, was tut man dann? Nun, dann gibt man seine unabhängige nationale Notenbank auf und man gibt auf die Möglichkeit, ein nationales Inflationsziel zu haben. Man vereinigt das Inflationsziel. Man sagt, wir wollen jetzt alle die gleiche Währung haben. Wenn wir alle die gleiche Währung haben, müssen wir auch alle die gleiche Inflationsrate haben, von nun an bis in Ewigkeit. Jetzt schauen wir uns das Inflationsziel an. Diese Europäische Währungsunion hat sich ein Inflationsziel gegeben. Das ist das Inflationsziel. Steht leider in Englisch da, aber ist ja leicht zu verstehen. Das ist das Inflationsziel. Und dieses Inflationsziel war nicht ein beliebiges Ziel, sondern es war das Ziel, das Deutschland die ganzen 30, 40 Jahre vorher hatte, nämlich 2%. Und das sind 2%, knapp 2%.
Darauf hat man sich geeinigt zu Beginn dieser Europäischen Währungsunion. Und nun kann man ja fragen, wer hat sich denn daran gehalten? Haben sich da alle dran gehalten? Wenn alle sich dran gehalten haben, ist ja in Ordnung. Dann können wir das Thema abhaken. Ne? Können wir sagen, das im Kern des Problems, der Kern des Problems ist gelöst. Ne? Und dann schauen wir die Europäische Währungsunion insgesamt an. EMU heißt die hier, das ist wieder Englisch, Europäische Währungsunion, EWU in Deutsch. Und die hat das wunderbar erreicht, dieses Ziel. Die hat genau 2% geschafft über diese 10 Jahre. Also Ziel erreicht. Ne? Aber was im Durchschnitt gilt, muss ja nicht für jeden Einzelnen gelten. Ne? Die Europäische Zentralbank hat auch geschlafen. Die Europäische Zentralbank hat sich ja gefeiert für diesen Durchschnitt. Ne? Nur wenn im Durchschnitt einem gut geht, reicht das nicht. Ne? Früherer Chef von mir hat immer gesagt, ich muss diesen Joke immer bringen. Manche haben ihn schon gehört. Bei denen entschuldige ich mich von vornherein. Aber wenn ich auf der heißen Herdplatte sitze und die Füße in Eiswasser haben, bin ich im Durchschnitt auch in Ordnung. Aber es geht mir nicht so gut. Ne? Das ist genau das Problem. Es ist eben ein unechter Durchschnitt. Nun, woher kommt die Inflation? Ja, vom Geld, oder? Von den Zentralbanken, die zu viel Geld drucken. Hm? Daher kommt die Inflation. Auch falsch, leider. Nein, die Inflation kommt von den Löhnen. Und zwar nicht von den Löhnen alleine, sondern von den Löhnen im Verhältnis zur Produktivität. Wenn in einem Land die Produktivität um 3% steigt jedes Jahr und die Löhne steigen um 5% nominal, dann steigen das, was hier abgebildet ist, die Lohnstückkosten heißt es, aber ganz einfach ist eben Löhne minus Produktivität sozusagen, die steigen dann um 2%. Und das ist die entscheidende Determinante der Inflation, werde ich nachher nochmal zeigen. Nun, was passiert ist, dass die Löhne in einigen Ländern jenseits der Inflation, der Produktivität und dem Inflationsziel gestiegen sind. Ne? Denn jeder durfte ja seinen Löhne erhöhen, 2% über seine eigene Produktivität, nicht der deutschen Produktivität oder der chinesischen Produktivität, sondern über seine eigene Produktivität plus 2%, nämlich das Inflationsziel. Das haben aber nicht alle gemacht. Die einen haben sich einen Schnaps extra gegönnt und die anderen haben ihren Gürtel so eng geschnallt, dass sie überhaupt keinen Schnaps mehr getrunken haben. Wir verstehen die einfachsten Sachen nicht mehr. Weil uns das Hirn gewaschen wird seit 20, 30 Jahren, können wir die einfachsten Zusammenhänge nicht mehr verstehen. Wozu hat das geführt? Nun, das hat dazu geführt, dass Deutschland eine gespaltene Wirtschaft hat. Wir haben auf der einen Seite haben wir irre Exporte. Ich habe das hier mal mit Frankreich verglichen. Was in Deutschland passiert ist, ist extrem. Und das hat es vorher nie gegeben in der Geschichte. Ich glaube, keines Landes dieser Welt hat es jemals eine solche extreme Auseinanderentwicklung, eine gespaltene Wirtschaft gegeben. Nämlich in Deutschland ist der Binnenmarkt flach wie ein Brett. Da hat sich nichts getan. Der ist total konstant. Und die Exporte sind explodiert. Was ist passiert in Deutschland? Ich will das nochmal an einem kurzen Beispiel zeigen. Es gibt diese Maßgröße, die ist sehr wichtig, die wird aber in der deutschen Presse auch systematisch verschwiegen. Das heißt Masseneinkommen. Masseneinkommen ist das, was Sie, ich nehme mal an, Sie sind die Masse, was Sie bekommen. Das ist nämlich der Lohn und das Gehalt und das sind die sogenannten monetären Sozialleistungen vom Staat, also Renten und alle anderen Leistungen, die der Staat an Arbeitsmenschen, die in Arbeit stehen oder in Arbeit gestanden haben, gibt. Das Grüne sind die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen, die stehen da drüber, die sind also stärker gestiegen, das sind die 90er Jahre, ne? Die anderen Jahre kommen gleich. In den 90er Jahren gab es schon diese Auseinanderentwicklung, da ist aber der private Verbrauch in Deutschland noch gestiegen. Doch dann kam diese fundamentale Strategiewende und was ist passiert? Nun das. Sehen Sie, und da sehen Sie, wie dramatisch sich die Welt auch in Deutschland geändert hat. Wir haben jetzt Masseneinkommen real, das ist also ohne Inflation gerechnet, die real stagnieren. Das wissen Sie aber alle, das muss ich Ihnen ja gar nicht erzählen. Sie brauchen nur in Ihr Portemonnaie gucken, dann wissen Sie das. Seit 10 Jahren sind die Masseneinkommen eben nicht gestiegen, sind auch im letzten Jahr nicht gestiegen, sondern wieder leicht gesunken. Und der private Verbrauch ist auch nicht gestiegen. Jedenfalls fast nicht.
Aber wir sehen auch, was explodiert ist in Deutschland. Es ist nicht nur die Exporte, sondern es ist auch explodiert ist das Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen. Es ist explodiert. Man muss das so klar sagen. Es ist nicht gestiegen, ein bisschen oder so. Es hat sich verselbstständigt. Es hat mit der wirtschaftlichen Entwicklung, mit der Entwicklung bei den Arbeitnehmern nichts mehr zu tun, sondern es ist eine eigenständige Größe geworden. Ne? Irgendwie war am Anfang die Hoffnung, wenn man den Unternehmern nur Geld genug in die Tasche steckt, dann werden die investieren auf Teufel komm raus. Haben sie leider nicht getan. Komme ich gleich auch noch zu. Sie haben nicht auf Teufel komm raus investiert, sondern sie wissen nicht, wohin mit dem Zeug. Und dann sehen wir dran, was da schiefgelaufen ist, wie fundamental das ist, was da schiefgelaufen ist. Es ist so etwas Fundamentales schiefgelaufen, dass man unheimlich lange Zeit braucht, das wieder zu korrigieren. Und weil diese anderen Länder dann immer noch mehr Schulden machen müssen, also Defizite haben, müssen wir ihnen natürlich unter die Arme greifen, müssen wir für die Finanzierung sorgen. Und deswegen muss die Europäische Zentralbank Aktionen machen, wie sie gerade macht, nämlich mit Gewalt Euroland fluten mit Geld. Nur sie macht das auf eine perverse Art und Weise, ne? Das wissen Sie auch, oder wissen Sie es nicht? Die Banken wohl sagen, für die Banken ist das schön. Die Banken kriegen jetzt Geld für 1% von der Europäischen Zentralbank, kaufen Staatspapiere in großem Maße für 3-4% und haben, wie heißt es in einem schönen Lied von Dire Straits, Money for Nothing, ne? Und jetzt müsste es eigentlich jeder begreifen, ne? Aber es sagt niemand. Wieder sagt es niemand. Frau Merkel hat die Tage gesagt, ja wunderbar, dass die Europäische Zentralbank diese mutige Aktion macht, die Länder da mit Geld zu fluten, die Banken mit Geld zu fluten. Aber sie hat nicht gesagt, was den deutschen Steuerzahler kostet. Irgendjemand hat ausgerechnet in England oder so. Aber in England, nicht bei uns. Sowas wollen wir nicht. Wollen wir nicht so genau wissen, dass diese ganze Aktion, diese 1.000 Milliarden über 3 Jahre, in der Größenordnung kann man ja leicht nachrechnen, bei 3% Nettozins sozusagen die Zinsgewinn, etwa 150 Milliarden in die Kasse der Banken spült. Aber die 1 Milliarde, um Hartz auf 4 aufzustocken, die haben wir nicht. Ne? Also man kann mit der Europäischen Zentralbank einiges machen. Man hätte ja die politische Aktion darauf verwenden können, den Maastricht-Vertrag zu ändern. Man hätte ja sagen können, wir wollen den Maastricht-Vertrag ändern, weil das ist ja verrückt, dass wir den Banken, die Banken mästen nun. Eine Mastkur für Banken. Nur wie bei, normal beim Mästen wird dann hinterher was geschlachtet, aber da wird ja nichts geschlachtet. Ne? Nun werden Sie fragen, warum ist das alles so idiotisch? Nun, die beste Begründung ist diese hier, die ich im Moment habe. Es gibt noch andere sicher. Wir sind nicht bereit, diesen Zusammenhang, den habe ich jetzt hier für 60 Jahre, für 50 Jahre, wie viel? 60 bis 50 Jahre aufgezeichnet. Das ist der Zusammenhang, von dem ich vorhin gesprochen habe, zwischen Lohnstückkosten und Preisen. Der gilt für die ganze Welt, den kann man 100-mal testen empirisch, da kommt immer das Gleiche raus, für alle Länder der Welt gilt dieser einfache Zusammenhang, dass nämlich Lohnstückkosten und Preise sich gleich entwickeln. Nur das dürfen wir nicht zur Kenntnis nehmen. Sie dürfen das nicht wissen, ich darf Ihnen das eigentlich nicht zeigen. Ja, warum? Nun, weil es gegen die heiligsten Dogmen der normalen Ökonomen, vor allem in Deutschland, aber auch anderswo verstößt, dass dieser Zusammenhang gilt. Es verstößt gegen die heiligsten Dogmen. Warum? Weil wenn dieser Zusammenhang gilt, unser ganzes Gerede über Geld und Inflation Schwachsinn ist. Und der zweite Punkt ist noch schlimmer. Wenn das gilt, dann ist dieses ganze Gerede vom flexiblen Arbeitsmarkt und von der Flexibilität der Löhne nach unten, das wir seit 10 Jahren mindestens hören, aber seit 20, 30 gepredigt wird, auch falsch. Weil Flexibilität der Löhne nach unten dann vor allem heißt Deflation. Ja, nein, ich muss Ihnen die schöne Geschichte erzählen. Ich habe die gestern Abend auch erzählt. Die ist einfach so schön, dass man sie erzählen muss. Manche haben in der Schule vielleicht Bertolt Brecht gelesen. Galileo Galilei. Eine schöne Geschichte über ein Weltbild, das am Zusammenbrechen war. Ne? Ein Weltbild aufgrund einiger empirischer Zusammenhänge. Ne? Aufgrund empirischer Zusammenhänge. Und bei Bert Brechts Galileo Galilei kommt dann kommen die Mathematiker und die Philosophen, heißen die, also die herrschende Wissenschaft, kommt zu ihm in sein Kämmerlein und sagt, Herr Galilei, wir wollen mit Ihnen einen formalen Disput über Ihre umstrittene These führen. Und Galileo Galilei sagt, ich will gar keinen Disput, vor allem keinen formalen mit Ihnen führen. Da steht mein Fernrohr, schauen Sie durch, dann sehen Sie, was ich sage. Da, schauen Sie auf das Fernrohr, dann sehen Sie, was ich sage. Und wissen Sie, was die anderen dann sagen? Die herrschende Meinung, die Philosophen und Mathematiker sagen, nein, da werden wir niemals durchschauen.
Weil wir wissen ja, dass sie Unrecht haben. Warum sollten wir da durchschauen? So einfach ist das, sehen Sie? Man will es nicht wahrhaben. Ich habe diese Kurve einem Mitglied des Sachverständigenrats vor kurzem, mit dem ich diskutiert habe, vorgeführt und habe gesagt, er soll was dazu sagen. Er hat immer weggeguckt, er hat immer in die andere Richtung geguckt, er hat nur nicht dahin. Gottes Willen, Gott sei bei uns. Wenn ich das noch angucken würde, würde ich vom Glauben abfallen. Ja, und das wollen wir nicht. Wir wollen ja beim Glauben bleiben. Wir wollen ja fest daran glauben, was wir uns nur 30 Jahre gewöhnt haben.